Turbulenzies. So, wenn du auf den Boden sitzt, dann lass mir die Hose los, wenn ich das Ding mitgehe. So, jetzt kommt der erste. Wer hat bloß diesen Berg hier in den Weg gestellt? Unglaublich. Langsam gehen, das ist alles. Ja, genau. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass schnell gar nicht geht. Ja. Okay. Gut. Wir haben Rad 48. Jetzt mal Jungs an. Echt nicht ohne. Nee. Nie aufgeben. Nie. Wo geht's denn weiter? Ach, da. Jetzt ist gut. Ist nicht so viel Anstieg. Das so. Meine Pulsation.
Pulsu sagt 99. Ein Puls von 100, ja, passt schon. Darfst du auch keinem erzählen. Wir sind ungefähr auf der Hälfte des Weges. Also, der Wind pfeift hier um die Kurve. Der Wind pfeift hier um die Kurve. Gersten kann sich gar nicht halten. Und hier war das erste Mal, wo ich mich gewundert habe, wieso das hier was ist, war im Boden. Und hier sieht man es, hier ist wieder feucht und hier ist das Loch. Und hier kommt es tatsächlich warm raus. Das ist unbeschreiblich. Ich gehe mal vorne da und der beschlägt die Linse. Das kommt da warm raus, unbeschreiblich. Das heißt, wir sitzen hier auf der Öffnung eines Schlotes. Wir sitzen hier auf dem Popo des Teufels. Und dann fasse ich den Stein an, um mich hier zu halten, damit ich hier diesen Absatz runterkomme. Das sind übrigens meine Hochalpinen-Sandalen. Kann ich nur empfehlen, die werden auch die Reise überleben. Ich wollte sie eigentlich hier lassen, aber ist egal. Ich habe mich hier festgehalten an dem Stein, der Stein ist warm. Verdammt steil aufwärts. So. Gut, wollen wir mal. Das war jedenfalls schön. Also gestern habe ich noch so ein leichtes Flattern im Bauch gehabt, ob das wohl richtig war, dass wir bis ganz nach oben wollen. Ja, ist mal richtig. Ja, das ist so. Weißt du, ich bin richtig so gut zu gerade im Zufall. Du wächst. Ja. Aber war toll.